Herzlich willkommen zur neuen Sendung im Kabeljournal. Ich begrüße Sie heute aus dem Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna. Neben mir ist Professor Eulenberger. Und bevor wir einen kleinen Rundgang machen, hätte ich gerne gewusst, im Frühjahr bekommen ja viele Tiere schon Nachwuchs. Gibt es bei Ihnen auch schon freudige Nachrichten? Ja, bis jetzt hält dies noch in Grenzen, weil die sich nicht immer an das Frühjahr auch halten, unsere Tiere. Die kommen ja teilweise aus den Tropen, wo das also nicht so ernst genommen wird mit dem Frühjahr und dem Herbst. Da spielen Regenzeit und Trockenheit eher eine Rolle. Aber bei uns, klassisch, wie es immer so ist, zu Ostern die ersten Osterlämmer. Also wir haben von unseren schottischen Säuschafen zwei Jungs von unserer kleinen Herde geschenkt bekommen bis jetzt. Die Sojaschafe, haben die besondere Eigenheiten so? Naja, es ist noch eine relativ wenig weit entfernte Haustierform, also vom Mufflon weit entfernte Haustierform. Da sieht man schon daran, dass sie im Frühjahr dann ihr Winterpelz verlieren. Es muss also nicht mehr geschoren werden oder noch nicht geschoren werden, wie dann bei den hochgezüchteten Rassen, wo die Wollproduktion im Vordergrund steht. Diese Schafe leben auch in Schottland zum Beispiel auf diesen vorgelagerten Inseln. Man bezeichnet sie so fast als halb Wildschafe und da ist es kaum möglich, die Tiere zu scheren und einzufangen, höchstens einmal zum geschlachtet zu werden. Oh, das klingt nicht gut. Ja, das ist, aber da werden sie in den ersten Linie gehalten. Bei uns sind sie natürlich gleichzeitig Rasenmäher. Und bevor wir jetzt noch einen kleinen Rundgang machen, sehen Sie, wie gruselig es doch in Waldenburg sein kann. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Das Museum der Stadt Waldenburg mit dem Naturalienkabinett kennt sicher fast jeder aus der Region. Dass es zum Schauplatz für einen Mord wurde, das wissen bislang nur wenige. Kein Wunder, das Buch Sachsenmorde 2 ist sozusagen druckfrisch. Wie schon beim ersten Teil ist einer der 13 Autoren, Mario Schubert aus Hohenstein-Ernsthal. Begab er sich in Sachsenmorde 1 auf mörderische Recherche nach Mittelsachsen, lässt er nun Mörderisches im Naturalienkabinett in Waldenburg geschehen. Es gibt drei Handlungsebenen. 1994 spielt die erste, eine junge Studentin, gerade fertig geworden, fängt hier im Naturalienkabinett an, als Restauratorin zu arbeiten und unternimmt einen Ausflug nach Leipzig in der Freizeit und findet dort ihren ehemaligen Peiniger aus einer düsteren Geschichte, düsteren Vergangenheit und beschließt kurzerhand, Rache zu nehmen an dieser Tat, die ihr als Kind zugestoßen ist. Sie bringt ihn um, hackt ihm eine Hand ab und weil sie ja konservatorisch bewandert ist, packt sie diese Hand in ein Glas, wie hier in diesen Vitrinen sozusagen sind, und stellt das mit aus. Das Museum hat im Bestand einige Exponate, die geeignet sind, die Fantasie von Krimi-Autorin in Schwung zu bringen. Und wenn da erst einmal Fahrt aufgenommen wurde. Zweite Handlungsebene, 2015, die Restaurationsarbeiten hier im Naturalienkabinett. Da findet die Museumsleiterin ein Glas mit einem feinen Riss. Nimmt dieses Glas aus einer Vitrine und stellt fest, das ist gar kein historisches Objekt und alarmiert daraufhin die Polizei. Natürlich dieses Glas mit dem abgetrennten Körperteil. Und die dritte Handlungsebene, die klärt dann letztlich dann die Geschichte auf, spielt noch weiter zurückliegend in der DDR-Vergangenheit. Und das kann ich jetzt natürlich nicht verraten, sonst würde ja keiner das Buch kaufen. Wenn auch eine fiktive Geschichte, Recherchearbeiten waren trotzdem notwendig. Hier half Mario Schubert die Museumsleiterin Christina Ludwig, die Teil der Kriminalgeschichte wurde. Christina Ludwig, die Museumsleiterin, hat meinen Text, auch mein Manuskript, auch Korrektur gelesen, damit also diese konservatorischen Sachen auch alle Hand und Fuß haben. Heißt natürlich nicht so, sondern ich habe ihr den Namen Friederike Ruhig gegeben. Das ist ein Anatom aus dem späten 17., Anfang 18. Jahrhundert. Die Krimis mit regionalem Bezug sind nicht nur spannend zu lesen, sie machen auch neugierig auf Regionen mit ihren Sehenswürdigkeiten. Als Mario Schubert mit der Idee zu seinem nun erschienenen neuen Werk bei Christina Ludwig vorstellig wurde, war die sofort begeistert. Also was ich ganz toll finde, ist immer die Öffnung eines vermeintlichen Elfenbeinturmes, was Museen nämlich oft das Problem haben und viele Museen da leider auch drauf beharren, so konservativ zu sein, einem Publikum, was eigentlich nicht so den Draht zum Museum hat. Und deswegen, wir sind ja auch total offen für Klatsch- und Tratsch-Medien oder so. Super Illu nehmen wir gerne mit, haben wir jetzt auch einen Artikel gehabt. Und das ist wieder ein neues Medium, das ist ein literarisch interessiertes Publikum und
Das können welche sein, die noch nie in irgendeinem Museum waren oder nur ganz selten. Und darum geht es eigentlich. Es geht um breite Erschließung eines und auch das Museum neu zu verstehen. Es muss jetzt auch nicht unbedingt um Wissen gehen. Ein Museum kann ein Ort der Begegnung sein, ein Ort des Austauschs, was auch immer. Ne? Also um das auch neu zu definieren, das Museum. Und das hat auch schon funktioniert, weil der Andreas Sturm hat seinen Urlaub extra im Altenburger Land gemacht und die waren auch wirklich einen Tag bei euch im Museum. Also... Ja. Zumindest zwei Besucher sind direkt von mir gekommen. Andreas Sturm ist der Herausgeber der Sachsenmord sowie anderer Kriminalgeschichtenbände. Das Museum Waldenburg hat nicht nur das Zeug, Ideengeber für Kriminalgeschichten zu sein. Jedes Ding, was man hier rauszieht, zu dem kann man eine riesengroße Geschichte aufziehen. Also, und die ist nicht erfunden, sondern das ist etwas, was niemand erwartet. Also sowas wie Fragment des ersten Meteoriten der Weltgeschichte haben wir hier. Ältestes kopernikanisches Planetensystem, was wir hier haben, wo ne, alle in Amsterdam sich die Finger danach lecken, aber wir haben es. Mario Schubert findet hier bestimmt auch noch die eine oder andere Anregung. Derzeit arbeitet er an einem Weihnachtsmord. Wo der stattfinden wird, man darf gespannt sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Der Förderverein hat sich ja das Ziel gesetzt, den Amerika-Tierpark immer weiter thematisch auszubauen. Welche Maßnahmen sind da geplant als nächstes und wie wird das finanziert? Ja, also erst noch vielleicht ganz kurz vorweg. Der Förderverein hat faktisch der Stadt den Vorschlag gemacht, einen Themenpark zu entwickeln, um sich auch zu beschränken einerseits, andererseits auch ein gewisses Alleinvertretungsmerkmal zu erzielen. Und das ist also in Abstimmung mit der Stadt letztlich auch als Stadtratbeschluss 2010 angenommen worden. Ja, und nun geht es darum, diesen Masterplan oder Entwicklungsplan umzusetzen. Ein erstes großes Projekt wurde ja 2013 mit Flamingoland umgesetzt und das zweite dann im vergangenen Jahr eröffnet, Pinguinland. Das sind also zwei von neun Projekten, die irgendwelche Landschaften in Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika notfalls auch imitieren sollen. Und natürlich der Tierbesatz wird sich dann ausschließlich aus solchen dort vorkommenden Tieren, Vögeln und so weiter zusammensetzen müssen. Wir haben natürlich noch einige ältere Tiere hier aus nicht-amerikanischen Gebieten, aber das macht nichts. Wir fühlen uns noch auf dem Wege dahin und das wird noch ein paar Jahre dauern. Ja, und der Förderverein hat natürlich die große Aufgabe, erstens mal an dieser Geschichte dran zu bleiben. Und zweitens aber auch natürlich mit dafür zu sorgen, dass die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten gegeben sind. Ja, und das sind wir natürlich einerseits auf der Suche nach Spenden, Geldern, nach Sponsoren. Da könnte es mehr geben, obwohl wir da schon ohne die Sponsoren manches nicht erreicht hätten. Wir versuchen aber auch Einnahmen zu erzielen durch unsere Veranstaltungen, zum Beispiel Vortragsveranstaltungen, die wir in der Parkschenke 3 bis 4 Mal im Jahr durchführen. Einerseits mit dem Ziel natürlich etwas Geld, das sind ja viele Fitnessveranstaltungen, die Referenten nehmen also kein Honorar, da etwas Geld einzuspielen, aber wichtiger ist eigentlich noch, um möglichst viele Limbacher und auch aus der Umgebung mitzunehmen auf dem Weg zum Amerika-Tierpark, überhaupt zur Umgestaltung des Tierparks in einen modernen, letztlich auch für eine Kleinstadt angemessenen Tierpark. Ja, und dann haben wir einen eigenen Zooshop, wo wir sogenannte Fanartikel verkaufen und andere kleinere Veranstaltungen, wo immer unsere Spendenbüchse ausliegt. Und dann gibt es natürlich auch mittlerweile schon einige Privatleute, die zum Teil ganz erhebliche Spenden auf das Konto des Tierpark-Fördervereins überweisen, eben mit der Zielstellung, einen Beitrag zu leisten
für diese Entwicklung. Und geht es immer nur um Geldleistungen oder sind auch teilweise Sachspenden zum Beispiel eine Hilfe? Ja, ja, durchaus, vor allem bei unseren Projekten, die wir ja fast nebenbei noch mit erledigt haben, wie zum Beispiel die Umgestaltung der Starreschweinanlage im vergangenen Jahr, die Einrichtung der Mara-Anlage, die ja nur Teile eines späteren Projektes sein werden, aber auch beim Bau und Umbau der Dierparkschule haben wir eine Menge Handwerksleistungen faktisch sehr preisgünstig oder sogar kostenlos bekommen. Und natürlich auch die Arbeitsleistung der Dierpark-Fördervereinsmitglieder, die gerade bei dem Bau der Mara-Anlage und dem Umbau der Starreschweinanlage erhebliche Kosten durch Arbeitsleistungen eingespart haben. Ein Wert von ungefähr etwa 10.000 Euro geschaffen haben und Materialkosten waren dabei etwa nur 4.000, aber die natürlich auch vom Förderverein bezahlt worden sind. Eine Maßnahme, um Geld in die Kassen zu bekommen, sind ja auch Patenschaften. Wie wird sowas organisiert? Ja, also die Tierpatenschaften, die laufen auch über die Stadt. Das wird also von den Mitarbeitern des Tierparks organisiert und auch das Geld geht faktisch auf das Konto der Stadt, während die anderen Spenden, und die wir so einwerben, natürlich auf das Konto des Fördervereins gehen, die aber dann letztlich wieder der Stadt zugutekommen. Fallen Ihnen jetzt hier ein paar besondere Patenschaften ein? Ja, natürlich, die besonderen Patenschaften waren in letzter Zeit die Pinguine. Wir haben also so, dass jeder Pinguin mittlerweile fast, glaube ich, 2-3 Paten hat. Aber das, denke ich, ist nicht normal, ich hatte auch 4. Das kann man durchaus verantworten und vertreten. Aber das ist natürlich der Renner geworden, wie überhaupt Pinguinland im vergangenen Jahr, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, ein Renner geworden ist. Die Zuschauerzahlen ja auch fast verdoppelt worden sind im Vergleich der letzten 10 Jahre und voriges Jahr noch einmal 20.000 mehr als im Rekordjahr 2015. Und das ist im Wesentlichen, glaube ich, dem neuen Pinguinland zu verdanken gewesen. Die Patenschaften sind natürlich auch Ausdruck einer besonderen Liebe für die bestimmten Tierarten. Natürlich jetzt haben wir erstmal die Pinguine, das Spray, aber wir haben eben auch wirklich begeisterte Tierparkbesucher, die sich an den Schneeeulen oder an unserer Ralle oder an den Papageien begeistern können und die dann die Patenschaften auch dafür übernommen haben. Naja, vielleicht fällt auch Ihnen irgendwas ein, wie Sie hier den Tierpark als solches oder den Tierpark-Förderverein unterstützen können. Bei uns geht es jetzt aber erstmal weiter im Programm mit den Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Traditionsgaststätte Lindenhof in Leubsdorf wurde in den vergangenen 1,5 Jahren zu einem medizinisch-kulturellen Zentrum umgebaut. Mit einer Festveranstaltung wurde der Bau nun seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeister Dirk Fröhlich konnte dazu zahlreiche Gäste willkommen heißen, darunter die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann, die beiden Mitglieder des Landtages Gernot Krasselt und Günther Schneider sowie zahlreiche Amtskollegen aus den Nachbarkommunen. Mit besonders viel Applaus wurde Altbürgermeister Ralf Birner begrüßt. Nachdem 2012 der letzte Eigentümer den Lindenhof aufgab, hat er federführend dazu beigetragen, das Haus zu retten. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir übernehmen als Gemeinde oder es bestand eben die Gefahr, dass er zu einer Ruine verfällt und eines Tages abgerissen werden muss. Ja, wir haben uns lange überlegt, natürlich ein großes wirtschaftliches Risiko, so ein Gebäude zu übernehmen. Aber nach langer Diskussion und einer konzeptionellen Überlegung, was wollen wir hier machen, hat dann doch der Gemeinderat zugestimmt, das Haus zu kaufen. Das haben wir 2013 gemacht. Dann haben wir das Konzept weiterentwickelt, nämlich ihr kulturell-medizinisches Zentrum. Und das ist es ja heute nur geworden. Wir haben hier eine Arztpraxis eingerichtet und die Säle sind neu und für die Vereine gibt es alle Möglichkeiten. Die Sparkasse ist drin, eine Physiotherapie, eine Logopädie. Also das Haus ist jetzt gut ausgelastet und wird für die Bürger der Gemeinde eine Bereicherung werden. Ich möchte hier an der Stelle meinen Nachfolger und Bürgermeister Dirk Fröhlich wirklich Hochachtung zollen, dass er als Neuling in dem Amt das von mir angearbeitete Projekt bis zu Ende durchgezogen hat.
Dirk Fröhlich musste zwar in große Fußstapfen treten, aber als gelernter Handwerksmeister hat er die Aufgabe gerne angenommen. Der erste Spruch, der immer oft kam am Anfang, ist, das ist so mit dem Ralf abgestimmt gewesen. Man weiß ja immer nicht, ob das mit dem Ralf so abgestimmt war, weil ich habe den Ralf nicht gefragt, aber ich denke schon, das haut so alles hin. Und dann ist man so nach und nach reingewachsen in die ganze Materie. Wo es dann zum Innenausbau kam, ist es in meinem Metier gewesen. Als Tischlermeister hat man dann schon den Überblick, was wie zu funktionieren hat. Insgesamt hat der Umbau knapp 1,9 Millionen Euro gekostet. Mit rund 1 Million wurde das Projekt vom Freistaat Sachsen gefördert. Nun muss das Gebäude mit Leben erfüllt werden. Dazu hat sich der Kulturverein Lindenhof Leubsdorf e.V. gegründet. Er ist Ansprechpartner für Vereine, aber auch für Privatpersonen, die das Haus mit seinen zwei Seelen nutzen wollen. Außerdem will der Verein neue Kulturangebote im Ort schaffen. Dass der große Saal des Lindenhofes viel Platz für Musik und Tanz bietet, wurde bei der Eröffnungsfeier schon einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Edle Samtpfoten gab es am 25. und 26. März in Chemnitz zu bestaunen. Der Edelkatzenclub Stolberg hatte wieder zur Sachscat eingeladen. Bereits zum 7. Mal gaben sich Züchter und Liebhaber von Rassekatzen ein Stelldichein in der Chemnitzer Messe. Am ersten der beiden Veranstaltungstage waren 149 Tiere zu bewundern und zu bewerten. Die besten Ermittlungen findet immer öffentlich auf der Bühne statt, in den heute in drei Haarkategorien, Halblanghaar, Kurzhaar und Langhaar. Und da tun die Richter öffentlich richten und zeigen, welche Katze für sie die schönste ist, die dann die Best of Best gewinnt in der jeweiligen Gruppe. Bevor es auf die Bühne ging, wurden die Stubentiger von ihren Besitzern noch schön gemacht. Für die Begutachtung der Katzen hatten die Veranstalter erfahrene Wertungsrichter eingeladen, die die Tiere nach ihren Rassemerkmalen beurteilten. Einer, die schon viele Preise mit ihren Rassekatzen gewonnen hat, ist Silvine Schubert. Ihr Herkules vom Vogtlandhof brachte es bis zum World Champion. Der Perserkater ist im vergangenen Jahr gestorben. Also ich züchte zurzeit keine Perser mehr. Ich bin jetzt auf Exotic Shorthair umgestiegen, das ist sozusagen den Kurzhaar-Perser. Das ist der Perserkatze sehr ähnlich. Die Ohren müssen im Standard schön nach außen liegen, ne? Und auch nicht so sehr hoch stehen. Die Augen sollen schön groß sein. Sollen möglichst auch recht dunkel sein, die Augen. Katzen gibt es heute in den verschiedensten Rassen und Zuchtformen. Vom Wesen her unterscheiden sie sich aber nur wenig. Das sind Familienkatzen, also sehr kinderlieb, vertragen sich gut mit anderen Katzen und Hunden. Pflegeleicht, ja, Fellwechsel, Frühjahr, Herbst, sonst geht das. Die sind pflegeleicht, die sind lieb, anhänglich. Also gibt es eigentlich unkompliziert. Pflegeleicht, ja, schlafen viel und spielen gerne, sind munter und beweglich, Kraftpaket, kann man sagen. Die sind nicht so anstrengend, also pflegeleicht, ja, sind aber keine richtigen Schmusekatzen. Also man kann sie streicheln, man kann sie immer hochnehmen, aber jetzt nicht stundenlang rumtrauen, das wollen sie ohne. Pflegeleicht, sehr anhänglich, ist wie ein Hund. Man nennt das auch Hund, die apportieren das Spielzeug zurück. Sehr, sehr anhänglich und sehr gesprächsfreudig. Man muss die grundsätzlich immer zu zweit, zu dritt halten, nicht einzeln. Zum Ende des ersten Veranstaltungstages gab es noch jede Menge Preise und Pokale für die edlen Samtpfoten. Der Hauptpreis ging an Zyra vom Drachengipfel und ihre Besitzerin Katharina Wagenknecht. Der Verein Turmgalerie im Schloss Augustusburg startete am 25. März in die neue Ausstellungssaison. Für die Turmgaleristen um ihren Chef Uwe Schwarz stellt 2017 ein Novum dar. Denn in diesem Jahr werden die Ausstellungen nur von Vereinsmitgliedern bestückt.
Den Anfang macht Rolf Büttner. Vielen ist der studierte Diplomdesigner als Leiter der Oederaner Volkskunstschule bekannt. Seine Arbeiten thematisieren den Einfluss der Kommunikationsmedien auf unser Leben. Die Ausstellung nannte Büttner der Radioamateur. Dieses Buch hatte ihm sein Großvater geschenkt, um den Enkel für Technik zu begeistern. Genutzt hat es nichts. Rolf Büttner wurde Künstler. Ich habe immer gerne mich ausgedrückt, nicht nur schriftlich, sondern auch mit bildnerischen Mitteln. Und dann entwickelt sich das. Ne? Man beginnt zunächst irgendwo sich zu beteiligen, man wird Mitglied in einem Verein, hier im Kunstverein. Man beginnt eigene Ausstellungen zu machen und dann entwickelt man auch eigene Themen. Also das ist so ein Prozess. Um seiner Kunst Ausdruck zu verleihen, kommen die unterschiedlichsten Materialien und Techniken zum Einsatz. Was die Techniken betrifft, die suche ich mir eigentlich immer nach Interesse oder nach Gelegenheit. Also ich arbeite gerne mit Metall, genauso mit Keramik und Beton. Hin und wieder male ich auch und zeichne auch, das ist auch ganz normal. Also es sind ganz verschiedene Sachen und ich mag das eigentlich jetzt nicht eingrenzen. Also ich lasse mich da gerne treiben. Diese Vielseitigkeit wird auch von Laudatorin Katrin Lahl geschätzt. Sie ist Leiterin der Galerie oben in Chemnitz. Dort sind zurzeit ebenfalls Arbeiten von Rolf Büttner zu sehen. Den Künstler Rolf Büttner kenne ich bereits seit 2012. Ich schätze insbesondere an ihm, dass er eine unglaubliche Themenvariation trifft, in einer unglaublichen Materialvielfalt. Er ordnet sich enorm ein in eine, ja, sagen wir mal, Traditionslinie der Kunstgeschichte. Er thematisiert seine Ideen in der Form der Büste, also eines Porträts, und schafft damit einen Zugang zu Wesenszügen, die man in den Büsten, in seinen Büsten, in besonderer Weise ablesen kann. Also Charakteristiken, Charakterzüge, Emotionslagen. Also er schafft sehr, sehr gut, das Innere nach außen zu zeigen. Mit rund 50 Gästen war der Saisonstart in der Turmgalerie gut besucht. Die Arbeiten von Rolf Büttner werden im Lindenturm von Schloss Augustusburg noch bis zum 23. April gezeigt. Zu einem besonderen Einsatz rückten am 25. März Kameraden allerorts während der großen Kreisstadt Limbarup auf Rona aus. Eine Brandkatastrophe, die es zum Glück nicht wirklich gab. Es war ein Übungseinsatz, bei dem Situationen künstlich erzeugt wurden, vor denen die Mitglieder der Wehren urplötzlich auch bei realen Einsätzen stehen können. Wir haben heute den Feuertrag 7000 in der Firma Träger hier. Wir führen eine sogenannte Heißausbildung durch. 64 Kameraden haben die Möglichkeit, eine brandechte Ausbildung durchzuführen. Sie werden in diesen Container reingehen und dort finden sie dann einen Küchenbrand, ein Flashover und verschiedene Brandarten vor, die sie dann real bekämpfen müssen. Die Anlage ist mit Gas befeuert und wird durch einen Trainer überwacht, sodass die Kameraden A in Sicherheit sind und am Ende auch eine Auswertung erfahren. So hell wie hier, wir durften mit der Kamera mal kurz reinschauen, war es in dem Trakt bei den Übungsdurchgängen nicht. Es war stockfinster und mit Tücken, die an einem realen Einsatzort vorkommen können. Wir hier in Limbach-Oberfrohna haben den Feuertrag zum ersten Mal hier. Es wird aber auch über den Landkreis jährlich angeboten. Dort haben dann natürlich weniger Kameraden als Limbach-Oberfrohna die Möglichkeit, weil, wie gesagt, der ganze Landkreis dann beteiligt ist. Deswegen wurde das Angebot des nicht alltäglichen Übungseinsatzes rege von den Mitgliedern der Ortswehren aus Limbach-Oberfrohna genutzt. Für viele ist es faktisch eine neue Erfahrung, weil hier ziemlich viele Extremzustände geprobt werden. Und es ist halt was anderes, als wenn man über eine Artenschutzübungsanlage geht, wo nur körperliche Fähigkeiten abgeprüft werden. Hier kommt also noch Temperatur und Feuer mit hinzu. Ist also eine realistische, aber eine ganz andere Erfahrung als bei der Artenschutzübungsanlage. Sehr heiß, ungewohnt, anstrengend. Für mich war es neu. Sehr anstrengend, hat aber riesig Spaß gemacht. Das war wunderbar, sowas haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Dass es die Möglichkeit gibt, den Ernstfall auf diese Weise zu proben. Das ist super, wenn wirklich sowas mal in echten Leben passiert, dass wir da vorbereitet sind. So eine Situation kommt man glücklicherweise eher selten durch neueste Vorschriften, Rauchmelder und so weiter.
Aber wenn es jetzt mal der Fall eintreten würde, dann wären wir vorbereitet auf jeden Fall. Ein Glück für alle, die vielleicht in so einer Situation von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren gerettet werden. Die sind ehrenamtlich im Einsatz. Auch am 25. März opferten sie ihre Freizeit für den Übungseinsatz, um für den Notfall gut gerüstet zu sein. Das Wetter war zwar grau und trübe, trotzdem machten sich am 23. März Menschenmassen auf den Weg in den Chemnitzer Küchwald, um dabei zu sein, wenn die Parkeisenbahn in die neue Fahrsaison startet. Kurz vor 16.30 Uhr nahmen die Parkeisenbahner die Bühne am Bahnhof Küchwaldwiese in Beschlag. Ein letzter Blick, ob die Uniform richtig sitzt. Die, schaut man sich die Mädchen und Jungen an, mit Stolz getragen wird. Um diese Uniform tragen zu dürfen, müssen sie auch einiges leisten. Alle Parkeisenbahner haben in der Zeit von November bis März wieder ihre Ausbildung hinter sich gebracht. In verschiedenen Stufen haben sie also viel über die ganze Eisenbahn gelernt. Denn man muss es immer wieder dazu sagen, wir sind kein Karussellbetrieb, sondern wir sind eine richtig gehende Eisenbahn. Das heißt, für den Betrieb gelten die Originalvorschriften der großen Eisenbahn. Dort müssen unsere Kinder natürlich unheimlich viel lernen. Und das machen sie also mit Vehemenz. Und am Ende der Ausbildung steht immer eine Prüfung. Die Ergebnisse werden jährlich zum Saisonstart vom Parkbahnsprecher an den Geschäftsführer Matthias Dietl übergeben. Damit sind wir offiziell bereit, den Betrieb unserer Parkeisenbahn in der 64. Fahrsaison sicherzustellen. Besonders spannend ist es auch für die 10 Parkeisenbahner des ersten Ausbildungsjahres, die heute erstmals in Uniformdienst tun. Wir heißen euch willkommen und freuen uns über die Verstärkung. Die Parkeisenbahner freuen sich, dass im Herbst mit der Vergrößerung des Bahnhofgebäudes begonnen wird. Mit einer behindertengerechten Ausstattung und mehr Platz für die Parkeisenbahner, auch zum Umziehen. Die Untersuchungen des Baugrundes laufen gerade. Wir hoffen, den Bau tatsächlich in diesem Jahr beginnen zu können. Und mit ordentlichen Eigenleistungen wollen wir ihn auch so schnell wie möglich fertigstellen. Dabei hoffen wir auch auf die Hilfe durch die Mitglieder unseres Fördervereins, die uns seit mehr als 25 Jahren unterstützen. In erheblicher ehrenamtlicher Arbeit konnten in der Winterpause 2 Wagen hauptuntersucht werden. Darunter unser geschlossener Richard-Hartmann-Wagen. Der Start in die Saison wurde wieder genutzt, um sich bei den Mitgliedern des Fördervereins zu bedanken. Genauso bei den Gesellschaftern und Sponsoren. Allesamt ermöglichen sie es, dass Chemnitz über diese Freizeiteinrichtung verfügt. Mit dem Durchschneiden des berühmten Weißen Bandes wurde die Fahrsaison 2017 eröffnet. Die erste Fahrt war traditionell den Förderern der Parkeisenbahn vergönnt. Traditionell ist ebenso, dass zur Eröffnung der Saison alle Gäste kostenlos bei der Parkeisenbahn mitfahren können. Viele nutzen jährlich nicht nur das kostenlose Angebot zum Saisonstart, sondern ebenso andere Gelegenheiten zum Mitfahren, so zu verschiedenen Veranstaltungen. Die nächste große lässt nicht lange auf sich warten. Am Osterwochenende herrscht wieder jede Menge Trubel. Die Parkeisenbahn lädt Karfreitag zum Osterhasen-Kinderfest ein und hat auch an den nachfolgenden Tagen viel zum Thema Osterhase zu bieten. Neben zahlreichen bekannten Veranstaltungen gibt es 2017 eine ganz besondere. Wir feiern 20 Jahre Bahnbetriebswerk, also das Gebäude, was da oben im Wald steht, wo die Lokomotiven übernachten. Das ist unser Bahnbetriebswerk und das steht jetzt schon 20 Jahre, man will es gar nicht glauben. Und das wird im Oktober gefeiert. Also das ist vielleicht so der Höhepunkt des Jahres. Wer noch mehr wissen möchte, der kann einfach im Internet schauen unter www.parkeisenbahn-chemnitz.de. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg.
Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Boxspring-Wochen vom 25. März bis 15. April. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. 25 Jahre Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Willkommen zur großen Osterschau in Gelenau vom 24. März bis zum 30. April. Bestaunen Sie eine einzigartige Sammlung von 1500 Schmuck- und Künstlereiern und schauen Sie den Künstlern bei der Arbeit zu. Am Osterbrunnen erwartet Sie ein bezauberndes Arrangement von Kinderfahrzeugen, Puppen und Teddybären. Zum Verweilen lädt das Café im Spielzeugdorf ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, immer Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mehr Info unter lupesa.de. Am 15. April erleben Sie in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna eine Hommage an den großen Entertainer Peter Alexander und die Hits der 50er und 60er Jahre. Treten Sie ein, schunkeln und summen Sie mit und vergessen Sie für einen Abend all Ihre Sorgen. Das heile Weltmusical Servus Peter macht's möglich. Servus Peter am 15. April in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna. Karten erhalten Sie in der Stadthalle und versandkostenfrei unter Telefon 0365 548 1830. Was ist eigentlich in 2017 an Veranstaltungen hier geplant? Ja, also einige haben wir ja schon hinter uns. Jetzt steht unmittelbar Ostern bevor und da wird am Ostersamstag wieder ein Osterkinderfest stattfinden. Mit Ostereiersuchen und Ähnlichem, wobei die Indianer dabei eine kleine Rolle spielen. Ach, das klingt aber gut. Ja, ich denke schon, dass es Spaß machen wird. Wir haben auch wieder Unterstützung von den Kollegen vom Karl-May-Verein, sodass eine gewisse Identität auch gewahrt wird. Ansonsten haben wir die nächsten Vortragsveranstaltung am 17. Mai. Da kommt der vormalige Direktor des Leipziger Zoos, Herr Müller, und wird uns über die Menschenaffen, die ganze Entwicklung auch der Menschenaffen von Bungoland zum Beispiel im Leipziger Zoo berichten. Und ich habe gehört, es gibt auch einen Patentag. Wie läuft der ab? Ja, es gibt also auch einen Patentag, wo die Paten, die Tierpaten eingeladen werden. Und das ist mehr oder weniger eine Führung durch den Tierpark mit Bericht über Neuigkeiten, über Besonderheiten natürlich, auch gerade jetzt im Pinguinland. Und steht auch die Möglichkeit, mal einen direkten Kontakt, soweit es möglich ist, zu den Tieren zu gehen. Also nicht unbedingt den Leoparden zu streicheln, aber in die Nähe zu kommen und speziell mit Tierpflegern auch mal ins Gespräch zu kommen. Naja, vielleicht ist das ja hier ein schöner Osterausflug in den Tierpark Limbach-Oberfrohna. Bei uns geht es jetzt erstmal kulinarisch weiter. Viel Spaß mit Sandra und schmecken lassen bei österlichen Rezeptideen. Hallo liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie heute aus dem K&W-Küchenstudio in Lugau auf der unteren Hauptstraße 10. Und heute gibt es eine Weltpremiere, liebe Zuschauer. Es wird gebacken. Die Ute backt uns einen gesunden Kuchen. Okay, einen gesunden Kuchen. Ja, ja stimmt doch, ne, oder? Gut, wenn man, so die, wenn man so die Zutaten so sieht, ne? Ja. Also einen Karottenkuchen. Einen Karottenkuchen, wegen Ostern.
ja, wir gehen straff auf Ostern zu und da dachte ich, wir machen das heute mal anders und ich backe heute mal einen Kuchen. Ich bin gespannt. Erzähl mal, was kommt da alles rein? Karotten sehe ich, dann hast du... Also, wir können ja schon mal so nach und nach anfangen. Ja. Reinkommen 250 Milliliter Sonnenblumenöl. Okay. Frage mich jetzt nicht, warum Öl und Butter, keine Ahnung, ich backe das nach dem Rezept. Also ich gucke ja immer mal so, was gibt's so, ne? Und dann denke ich, das müsstest du mal ausprobieren. Und ja, dann kommen noch rein 3 Eier. Gibt's den dann zum Osterbrunch bei euch? Wenn er euch schmeckt. Das ist ja jetzt der große Versuch. Das ist quasi tatsächlich eine Weltpremiere. Ja. Und es gibt noch eine Weltpremiere. Ich werde nämlich jetzt Teesommelier. Na dann? Es klingt toll, oder? Bin ich mal gespannt. Ich bin nämlich die, die im Hotel Bock immer den Tee kreiert, weil ich kann nicht einfach nur einen langweiligen Tee trinken. Das geht so nicht. Ich muss das mischen. Genau. Und damit ich Ihnen meine Fähigkeiten, ich habe nämlich wirklich ein paar, zeigen kann. Die ist wirklich immer sehr lecker, deshalb darf die Sandra das immer alle machen. Ja. Und für meinen Basistee brauche ich Pfefferminztee und dann verschiedene Blättertees. Die finden sich alle im Hotel Bock. Und wenn Sie keine Lust haben einzukaufen, kommen Sie einfach schön essen und dann nehmen Sie so einen Tee mit. Und wenn Sie möchten, koche ich Ihnen auch einen. So. Darf ich hier schon mal weitermachen? Du kannst loslegen, genau. Ich backe nämlich gerne. Und ich mache gern Tee. Ich brauche bloß immer welche, die mitessen. Ach, das ist ja jetzt nicht das Problem. Ja. So, und dann in der Schüssel habe ich jetzt Möhren und einen kleinen Apfel gerieben. Also ich habe das alles schon schön ein bisschen vorbereitet. Sonst raubt uns das die Zeit. Genau. So, das sollen wir jetzt wieder untermischen. Ah, das kann man alles mit dem Mixer machen, nicht mit so einem was? Unterheber. Nö. Kannst du alles mit dem Mixer machen. Okay. Wir haben heute auch Zuschauer beim Kochen. So. Und einen Mitverkoster. Ich denke, das mit dem Zusammenessen wird nicht das Problem heute werden. Dann habe ich, man kann Rosinen nehmen. Ich habe Cranberries genommen, weil mir das irgendwie ein bisschen besser gefällt. Die haben so noch so ein bisschen was Bitteres und Säuerliches. Finde auch, dass die sehr gut schmecken. Dann habe ich Walnüsse. Aus dem eigenen Garten. Ja, logisch. Die dann Mitarbeiter müssen nämlich alle Nüsse knacken. Da freuen die sich immer ganz sehr. Ja. Dann haben wir noch hausgemachte Orangenlimonade. Marmelade. Da tun wir auch ein bisschen dazu. Und noch ein bisschen Zimt. Auch die kann man übrigens im Hotel Bock kaufen, im Delikat. Ja. Ganz lecker. Momentan gibt es sie noch. Die Orangenzeit ist ja bald vorbei. Aber wir werden sicherlich noch mal welche produzieren. Die Tina ist da der Favorit. Die ist Marmeladensommelier. Ja, wir brauchen auch noch ein paar Köche, nicht bloß Sommeliers. Aber Teesommelier klingt schon schick, oder? Klingt schick. Klingt schick. Gibt's auch. Also Sommelier ist ja nicht geschützt. Zucker rein, 200 Gramm. So. Und jetzt ziehen lassen. Sieht auch hübsch aus. Honig später, weil heißes Wasser, Honig. Du hast gelernt, ne? Gehen die Inhaltsstoffe kaputt, natürlich. Also genau. Irgendwann muss auch ich mal was lernen. Schön. Dann Mehl, Backpulver habe ich schon mit drin. Du darfst gerne schon mal die Kuchenform ausfetten. Hat sie alles vorbereitet, die Ute heute. Die ist mitten in der Nacht aufgestanden. Nehme ich an. Ich bin relativ früh aufgestanden, ja. Guck, eine Kuchenform ausfetten, das kann ich auch. Schön. Ich habe Talente. Ungeahnte. Ungeahnte. Ungeahnte Talente.
Ich backe auch manchmal zu Hause. Ja, du hast ja von deinem Apfelkuchen, ne? Erzählst du ja immer. Apfelmuskuchen. Aber genau. Du hast noch nie ein Stück mitgebracht. Nee, der wird doch mal. Der schafft es nie bis nach Lippach. Irgendwie wittern meine Kinder das, wenn ich backe. Aha. Und dann kommen die aus ihren Löchern geströmt und ja. Sogar mein Vati hat gesagt, der schmeckt. Und das will was heißen. Ja. Also wenn das schmeckt, wird es das sicherlich, also wenn der Kuchen schmeckt, wird es den sicherlich zum Brunch geben. Zum Osterbrunch am Ostermontag. Und wir haben ja dann auch noch unseren Late Night Brunch, da brauchen wir ja auch was Süßes. Ja. Am Ostersamstag mit Tanz. Eine Premiere, Late Night Brunch, hatten wir ja schon vergangenes Ostern. Diesmal Tanz noch dazu. Wer macht denn da Musik? Der DJ Steffen Meding. Okay. Wird da Musik machen. Also so. Wir singen quasi nicht selber. Sie können also wohl richtig, niemanden antun. Richtig tanzen und auch sehr lecker essen. So. Ich denke mal, das haben wir jetzt genug gerührt. Das sieht auf alle Fälle gut aus. Eine gute Masse. Ja, ne? Willst du mal kosten? Ich habe einen Löffel mit. Na klar, ich will immer. Ich muss immer alles kosten. Schmeckt gut. Ja? Nicht so süß. Schmeckst du die Orangenmarmelade? Schmeckst du raus? Mhm. Zimt mag ich sowieso. Aber nicht zu viel. Nicht zu viel, ne. Das ist auch meine Ricarda, das ist wichtig. Die mag ja kein Zimt. Ja. Aber das ist sie. Also könnte ich mir gut. Also mir schmeckt's. Ja. So, dann darfst du das jetzt mal einfüllen. Gut. Huch, holla. So. Ich brauche jetzt erstmal wieder saubere Rührgeräte. Mm. Ich finde, das schmeckt. Kann man essen. Und das ist Ozuschreibe. Das ist das Schöne am Kuchenbacken. Das stimmt. Oh. Oder wenn sie Mousse machen oder so, ne? Einfach lecker. Das ist das Schöne am im Hotel Bock arbeiten. Deshalb ist es so problematisch mit der Figur manchmal. Aber ach nö. Schön. Guck mal, also früher musstest du ja das wunderbar noch auslecken. Das brauchst du ja nicht dank der modernen Technik. Ist ja fast nichts mehr drin, ne? Also das muss man ja mal so sagen. Ist überhaupt nicht schön. Ich habe das gut gemacht, oder? Na, mach mal aber den Rand nicht so voll, bitte. Kleckst den mal nicht so, weil... So, und jetzt? Darf ich es ablecken? Na klar, darfst du. So. So, den Backofen haben wir vorgeheizt. Bevor das in den Ofen kommt, hast du dich schon mal umgeschaut? Eine wahnsinnstolle Küche. Auch eine Weltneuheit heute. Gibt es nur Weltneuheiten heute bei unserer Kochsendung. Und zwar Küchen in den Trendfarben Bronze, liebe Zuschauer. Ganz neu, planbar für jede Küche und über 1500 Teile hast du die Möglichkeit zu kombinieren. Um Gottes Willen. Also kommen Sie vorbei, lassen Sie sich hier beraten im K&W Küchenstudio vom Herrn Löffler. Denn jetzt gibt es Einführungskonditionen, also Sonderkonditionen zum Einführungspreis. Und ich finde, das sieht richtig cool aus. Ist mal eine richtig coole Idee. Ja, ist wirklich, wirklich toll. So, jetzt könnten wir den Kuchen gerne in den Ofen schieben, weil der braucht so ungefähr 40 Minuten. Und dann kommt die Tina. Und dann kommt die Tina und wir müssen irgendwie entweder... Jeder findet noch irgendwo einen Krümel, wo man noch aufklecken kann. Entweder machen gleich noch die Glasur oder machen sie dann später. Mir, das habe ich dann da drüben stehen schon mal ein bisschen. Dann macht man die Glasur gleich und dann kommt die Tina und dann kann die, wenn der Kuchen fertig ist, den gleich noch glasieren. Oh, ich schiebe den schon mal in den Ofen. So, jetzt geht's weiter mit der Glasur. Halt mal bitte, irgendwie rutscht es weg. Ja, Glasur. Weiche Butter. Frischkäse. Genau. Das versuchen wir jetzt mal zu schlagen. Ich darf schon mal die Zitrone. Du machst bitte mal die Zitrone. Presst die mal bitte aus. Ich
Ich muss heute richtig arbeiten. Ja, komm, ich habe so gut vorgearbeitet. Ja, wunderbar. Übrigens, liebe Zuschauer, müssen Sie nicht nur am Osterbrunch oder zum Late Night Brunch ins Hotel kommen. Sie dürfen auch gern so vorbeikommen zum Essen. Ja. Unsere jungen Köche haben sich viele gute Sachen ausgedacht, die auf unserer Karte sind. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe schon alles probiert. Seit ich nämlich da arbeite, brauchen die gar keinen Geschirrspüler mehr. Weil die Töpfe sind alle blitzeblank sauber. Aber die werden natürlich trotzdem aufgewaschen, ne? Ja. Schon aus hygienischen Gründen. Genau. Aber. Mit Frischkäse. So. Und jetzt die Zitrone bitte rein. Hier ist noch ganz viel drin. Mal noch ein bisschen den Saft raus. Zack. Nicht ganz alles. Oh, ich spritz rum. Ja. Warum nicht alles? Na, damit wird es dann zu flüssig. Ach so, okay. Ja. Das soll ja dann wieder fest werden. Gut. Also jetzt sind wir einfach mal so weit. Und dann kann die Tina weiterkochen. Und da gibt es auch Gesundes. Ganz auf Ostern ausgerichtet und Frühling. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Lugau unter Hauptstraße 10. Ganz neu, Küchen im Trendfarbton Bronze. Planbar für jede Küche, egal ob klein oder groß. Über 1500 Teile stehen zur Verfügung und sind vielfältig kombinierbar, zum Beispiel mit Magnolia. Zur Markteinführung der Küchen im Trendfarbton Bronze gibt es Sonderkonditionen. Machen Sie Ihr Schnäppchen, kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Lugau unter Hauptstraße 10. Weiter geht's jetzt mit Kochen, liebe Zuschauer. Die Tina zaubert uns heute wieder etwas Leckeres, diesmal mit Eiern. Weil es ist gar nicht so einfach, immer was zu finden, was wir noch nicht gekocht haben. Aber das haben wir definitiv noch nicht gemacht. Tina, verrat mal, was gibt's denn? Wir machen heute Spinat mit pochiertem Ei und einer Senf-Hollandaise. Und an den Spinat kommen nicht nur Speck dran, wie man das kennt, sondern den machen wir mit Schinken. Genau, mit Kochschinken und Zwiebeln. Genau. Und da kommen dann die pochierten Eier rein. Das sieht ganz toll aus und ich hoffe, das schmeckt auch gut. Und auf die Hollandaise mit Senf freue ich mich auch schon. Ja, schauen wir mal, ne, ob es so gelingt. Wir haben schon vorbereitet die Zwiebeln geschnitten. Und da hat auch die Tina geweint. Ich durfte den Schinken minimieren und schneiden. Wasser gekocht, Butter gekocht. Jetzt können wir einfach loslegen. Genau. Womit fangen wir an? Wir müssen jetzt erstmal den Spinat blanchieren. Mhm. Und dann, was heißt das? Was machst du mit dem? Kurz in kochendes Wasser und dann mit kaltem Wasser abschrecken, dass er die Farbe behält. Wie findest du unsere neue Küche in Bronze? Die ist sehr schön. Bronze ist ja meine Farbe. Ich mag ja Bronze sehr. Und das kann man auch wunderbar mit Magnolia kombinieren. Der untere Teil ist Magnolia. Und wenn Sie hier vorbeikommen im K&W Küchenstudio, müssen Sie das unbedingt anfassen. Das ist Holz und es fasst sich ganz weich an. Ja. Das ist irre. So. Tina, los geht's. Fangen wir an. Was darf ich machen? Also ich kann zugucken. Ja, du kannst den Spinat, wenn das Wasser gekocht hat, den Spinat rein. Ja. Und ja. Wie lange muss der dann da drin bleiben? 2 Minuten bloß. Gut. Ganz kurz. Der Spinat fällt ja schnell zusammen. So Tina, jetzt pochieren wir die Eier. Wie genau funktioniert das? Genau, wir bringen ungefähr 1 Liter Wasser zum Kochen, machen ungefähr 200 Milliliter Weißweinessig ran, sodass es halt schön säuerlich schmeckt. Ja. Und dann kochen wir das auf und dann, so kenne ich das, nämlich eine Kaffeetasse, so eine kleine, tue das Ei rein und wenn das Wasser kocht, dann einfach langsam reinkleiden lassen.
Okay. Und das Wasser muss ein bisschen in Bewegung sein, dass es nicht unten auf dem Boden... Es muss irgendwie in Strudel sein. Genau. Ne? Ja, ich habe das, erinnere mich, mit Marco Spanier habe ich das schon mal gemacht. Der hat es mit so einer Kelle gemacht. So, Tina, jetzt haben wir es schon fertig. Unsere Eier sind pochiert, unser Spinat ist auch fertig. Genau. Den machen wir jetzt ein bisschen zum hier, zum Anrichten. So. Da kannst du dann unser Ei in die Mitte. Genau. So. Dann machen wir noch die... Hollandaise. Unsere selber gemachte Senf-Hollandaise dazu. Ist gut geworden. Wunderschön. Das sieht toll aus. Und jetzt haben wir noch wunderschöne Verzierungen dazu. So. Schwupp. Und schon sieht es frühlingshaft aus. Und schon ist Frühling im Hotel Bock, liebe Zuschauer. Und wenn Sie das alles mal probieren möchten, dann kommen Sie vorbei im Hotel Bock. Lassen sich von der Tina bekochen und dann können Sie auch so was Schönes essen. Denken Sie an Ostern, Osterbrunch, Late Night Brunch und zwischendrin gibt es am Karfreitag Fisch. Genau. Aber Sie können auch an jedem anderen Tag kommen, außer montags, da ist Ruhetag. So, ich freue mich jetzt auf den Kuchen. Ja, ich mich auch. Schwuppdiwupp, schon ist unser wunderschöner Osterkuchen fertig. Leider können wir das mit der Glasur nicht machen, der Kuchen ist noch zu warm. Ja. Dann läuft die einfach weg. Wir haben es schon mal testen lassen von den Mitarbeitern hier im K&W Küchenstudio, untere Hauptstraße 10, und die haben das alles für sehr lecker befunden und er sieht ja auch traumhaft gut aus. Naja, ich sag mal, ein richtiger Bäcker macht das natürlich noch schicker und schöner. Wir sind aber keine Bäcker. Aber wir sind keine Bäcker und einfach mal der Versuch war es wert, denke ich. Ja, mir schmeckt es auch. Ich freue mich drauf. Ich werde es Ihnen dann später berichten, ob es mir geschmeckt hat, aber ich gehe mal davon aus, weil die Zutaten waren schon alle sehr lecker. Wenn Sie eine schöne neue Küche wollen, dann kommen Sie vorbei hier im K&W Küchenstudio. Neuestes Modell Bronze, mit allen möglichen Farben kombinierbar. Über 1500 verschiedene Teile gibt es zum Kombinieren, also lassen Sie sich beraten und sichern Sie sich jetzt Ihr Einführungsschnäppchen. Tina, du darfst deinen Tee genießen. Ich bin gespannt, wie euch meine Kreation schmeckt. Ich als alter Teesommelier. Wenn Sie schön essen wollen, Hotel Bock, Limbach Oberfrohna, Oberer Gutsweg. 17C. Wenn Sie Honig brauchen oder den passenden Tee für Ihre Teekreation, gibt es das auch im Hotel Bock im Delikat. Oder den Wein für die Osterfeiertage gibt es auch hier. Und wenn Sie sich schön verwöhnen lassen wollen, dann kommen Sie ins Hotel Bock zur Tina. Stoßen mal mit Tee an. Wir stoßen heute mit Tee an. Kaffee würde natürlich auch dazu passen, hat die Ute auch mitgebracht, aber wir haben uns jetzt auf Tee geeinigt. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß beim Nachkochen oder kommen Sie doch einfach ins Hotel Bock und lassen Sie sich's schmecken. Schmecken lassen. Professor Eulenberger, wie wird eigentlich hier im Zoo der Tierbestand geregelt? Tja, einerseits durch die Tiere selbst, bis zu einem gewissen Grade. Manchmal müssen wir es auch verhindern. Das ist dann auch eine Art Regel. Und ansonsten wird natürlich sehr viel mit anderen Tierparks und Zoos Tieraustausch betrieben, wobei das so meist im offenen Tiertausch erfolgt. Das heißt, wir bezahlen keine Tiere. Es wird einfach dann sozusagen verrechnet, scheinbar verrechnet und wird natürlich aber dann, wenn der Bedarf besteht und der andere Zoo oder Tierpark liefern kann, dann natürlich darauf zurückgegriffen. Ansonsten, manchmal müssen wir auch von Privatleuten welche kaufen und das geht alles über den Tierparkförderverein.
Okay, ich habe gehört, bei den Rotluchsen gibt es auch was zu berichten in der Hinsicht. Ja, da hatten wir als vergangenes Jahr einen sehr schönen Erfolg. Unser Pärchen hat also drei Männer allerdings zur Welt gebracht, die aber alle schon vergeben sind. Ja, und das ist eigentlich eine interessante Geschichte. Wir hatten ursprünglich ja ein Geschwisterpaar, allerdings aus zwei verschiedenen Würfen aus dem Tierpark in Cottbus. Und in Zoo Pilsen gab es ein Paar, das bis dahin keine Jungen der Welt gebracht hat. Und da haben die Kollegen in Pilsen gefragt, ob wir nicht tauschen wollen, entweder die Männchen oder die Weibchen. Und unsere Tierpfleger wollten den Pepe, der schon länger hier war, behalten und der offenbar auch Familienbindung hat. Und da haben wir eben das Weibchen nach Pilsen gegeben und die Pilsener ihr Weibchen zu uns. Und wir waren die Glücklicheren. Im vergangenen Jahr hat also das Mischpaar Limbach und Pilsen drei Jungtiere zur Welt gebracht. Und in Pilsen wartet man allerdings noch darauf. Und man kann aber daraus möglicherweise den Schluss ziehen, dass das Männchen dort nicht fruchtbar ist. Und so sind die Pilsener natürlich berechtigt, das Männchen, was jetzt noch bei uns ist, vom vergangenen Jahr, nach Pilsen zu holen. Gut, der Pepe ist ein ganz rührender Papa, habe ich gehört. Was hat er so, ich sage jetzt mal, Besonderes gemacht? Ja, das ist ja nicht immer ganz sicher, ob man bei den Katzen die Männer dabei lassen kann, wenn die Kätzinnen sozusagen ihre Jungen zur Welt bringen. Wir haben das Risiko getragen und auch als die Jungen geboren waren, haben wir bemerkt, dass Pepe die junge Familie verteidigt, auch den Viertierpflegern gegenüber. Und da war nicht anzunehmen, dass er irgendwelchen Schaden anrichtet, sondern im Gegenteil, sich ganz nützlich als Familienvater hier bewerben und bewerten kann. Das hat er also gut hingekommen und bis jetzt ist ja noch ein Jungtier da, ist die kleine Familie noch beisammen. Was dann wird, wenn möglicherweise ist das Muttertier wieder trächtig, was dann wird, wenn die Jungen zur Welt kommen, müssen wir mal sehen. Die Pilsner wollen das Tier erst im Juli holen. Möglicherweise müssen wir das Jungtier vorher erstmal separieren. Aber apropos Familie, nutzen Sie doch das schöne Wetter für einen schönen Familienausflug. Den können Sie natürlich auch in die Mini-Welt in Liechtenstein machen oder in die Parkeisenbahn Chemnitz. Wir sind am Ende der Sendung angelangt, wünschen einen schönen Frühling und bis nächste Woche. Machen Sie es gut.